Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen. Wir machen diese Reform, weil es in der Vergangenheit Urteile gab, in denen auch höchste Gerichte Abwehrhandlungen des Opfers, der Frauen, gefordert haben. Die Voraussetzungen einer solchen Abwehrhandlung sahen die Gerichte nicht gegeben an, wenn das Opfer die Gegenwehr unterließ, etwa aus Furcht vor einer Kündigung, vor strafrechtlichen Konsequenzen, aus Angst, dass der Täter die Wohnung zusammenschlägt oder aus Angst vor erneuter Gewalt oder dass das Opfer von der Attacke überrascht wurde und deshalb keine Gegenwehr leistete. Wohlgemerkt, das waren höchstrichterliche Entscheidungen und es gab mehrere davon. Und deswegen können wir die heutige Rechtslage, auf der solche Urteile basieren, nicht stehen lassen. Wir müssen ja die Frauen besser schützen. Es war deshalb gut, dass Minister Maas einen sehr präzisen Gesetzesentwurf schon im Juli 2015 präsentiert hat. Sie sehen, die Kölner Silvesterereignisse waren für uns nicht nötig, um den Handlungsbedarf hier zu erkennen. Wäre der Entwurf nicht im Kanzleramt ein halbes Jahr blockiert worden, dann wären wir heute schon weiter. Und wohlgemerkt, der Entwurf ist nicht blockiert worden, weil dort nicht die Nein-heißt-Nein-Lösung drin stand, sondern weil er euch zu weit ging. Man kann den entsprechenden Schriftverkehr ja nachlesen. Und im Januar 2016, Herr Maas und ich saßen mit Herrn Strobel zusammen, wir haben ihn gefragt, im Januar 2016, Herr Strobel, machen wir Nein heißt Nein, wir sind bereit dazu, das Ministerium unterstützt es. Und Herr Strobel sagt im Januar, nein, das machen wir nicht. Übrigens der gleiche Januar 2016, in dem Ralf Jäger und Hannelore Kraft, wie es ihre tatkräftige Art ist, die Geschehnisse analysiert haben und die richtigen Konsequenzen gezogen haben in Nordrhein-Westfalen. Das will ich ja ausdrücklich klarstellen. Wir erweitern nun heute den Entwurf um die Nein-heißt-Nein-Lösung, weil wir zu Recht den Willen der Frau entscheiden lassen wollen und dadurch schützen wir die Opfer besser. Es muss ein Nein ausreichen und das wollen wir heute hier so regeln. Ich meine auch, dass wir nicht nur hier beim materiellen Strafrecht stehen bleiben sollten, sondern wir sollten einen zweiten Schritt gehen, denn das Kernproblem ist ja oft, dass das Opfer aus Angst vor Rache des Täters im Prozess nicht mehr aussagt. Und deswegen sollten wir den zweiten Schritt gehen, strafprozessual einführen. Auch hier hat unser äußerst aktiver Justizminister schon einen Vorschlag gemacht. Die Strafprozessordnung dahingehend ergänzen, dass die Vernehmung des Opfers bei der Polizei, die erste Aussage auf Video festgehalten wird, wenn es um eine schwere Straftat, wie die Vergewaltigung eine ist, geht. Dann haben wir im Prozess, wenn das Opfer aus nachvollziehbarer Angst nicht aussagen möchte, die Möglichkeit, uns direkt zu informieren, wie die erste Aussage war. Also lassen Sie uns auch den Schutz der Opfer strafprozessual absichern, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und ein Wort zu den Straftaten aus Gruppen. Ja. Auch wir in der SPD wollen, dass die Täter bestraft werden, die anfeuern oder als Teil einer menschlichen Mauer das Opfer umzingeln und so den Täter bestärken. Wir wollten das, aber gerade weil wir eine präzise Regelung wollten, haben wir erhebliche Bedenken gegen die jetzt hier geregelte Formulierung. Ich will ausdrücklich klarstellen, das ist ein Vorschlag der Union. Wir hätten lieber eine klare Präzisierung, eine Kodifizierung der Beihilfe, um diese Täter wirklich zu bekommen. Und wir stimmen dem Gesetz heute nur deshalb zu, weil wir es insbesondere den Frauen und den Frauenverbänden doch nicht auf der Zielgeraden erklären können, dass wir diese Reform stoppen. Wir haben heute die große Chance, erhebliche Strafbarkeitslücken im Sinne des besseren Schutzes für Frauen zu schließen. Deswegen machen wir diese aus unserer Sicht bedenkliche Regelung bei der Formulierung der Gruppenstrafbarkeiten mit. Und deswegen werden wir dem Gesetz heute so zustimmen, auch wenn wir das ein oder andere Argument der Opposition auch uns überlegt hatten. Lassen Sie uns heute diesem Gesetz so zustimmen. Wir machen ein gutes Gesetz zum Schutz der Frauen vor sexueller Gewalt. Vielen Dank. Vielen Dank. Kollege Fechner, wir haben jetzt noch zwei Redner, eine Rednerin, einen Redner. Und ich möchte Sie auffordern und dringend ersuchen, spannende Gespräche zwischen Herren und Damen auch ein paar draußen zu führen. Oder bitte setzen Sie sich hin und folgen Sie der Debatte. Das ist eine wichtige Debatte und ich bitte Sie jetzt, Herr Kollegin Karin Mark, die nächste Rednerin, Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Karin Mark für die CDU-CSU-Fraktion.